Hallihallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Heroes of the Storm. Ja, ich bin gerade wieder früh aufgestanden, deswegen hört sich wieder meine Stimme sehr müde an. Ja, wir spielen Nazebu dieses Mal. Weil ich Nazebu toll finde. Gibt es irgendwelche Quests eigentlich? So wie 8 Spiele heute. Naja, nach der Arbeit kann ich das auch noch machen. Wir müssen 134 Sekunden warten, 2 Minuten und 14 Sekunden durchreden. Ja. Was gibt's denn hier so für Skins? Gibt nämlich immer ein paar Skins, wo man die für 5 Euro kaufen kann. Was ich nie tun würde, weil ich das komplett Bullshit finde. Und dieses kleine Kumpelteil. Aber wir nehmen mal den Wolf. Der passt besser zu Nazebu. Nazebu, Nazebu. Der kann so einen bengalischen Tiger. Ein Teppich. Die kann, müssen sich alle kaufen. Den kann man nicht irgendwie kaufen. Also mit Geld. Oh, wir haben es geschafft. Nicht mit Ingame-Geld, sondern muss man sich mit Outgame-Geld kaufen. Also mit echtem Geld. Das ist doch kacke. Wer kauft sich mit echtem Geld irgendeinen Scheiß? Nazebu und Diablo. Gut, bei uns ist keiner im Team. Dieses hier bedeutet, dass sie in der Gruppe sind. Und bei uns ist das nicht so. Oh, heute kam Star Wars raus. Der neue Teil, die Pressevorstellung. Und morgen gucke ich ihn. Den neuen Star Wars Teil. Am 18. Heute ist der 17. Heute ist mein letzter Arbeitstag. Dann habe ich einen Tag frei. Dann arbeite ich 4 Tage. Dann ist Weihnachten. Dann habe ich 6 Tage frei. Das ist so cool. Einfach mal so 6 Tage frei. Das ist fabulös. Sehr geehrter Kaliber, netter Versuch, kritische Texte. Weltverbesserer Blues, du denkst, du gibst dem System eine Reparatur, doch unterschätzt dabei nur das Gesetz der Natur, denn wir kommen mit Kohlekraft in das Monopol der Macht, durch Korruption ergatterten Logenplatz. Du kommst mit Notenblatt und wir haben uns totgelacht. Guck mal, David gegen Goliath, das aus dem Märchenbuch voller erlogenen Quatsch. Bevor du Feuer bei dieser Generation anfasst, waren wir Hovercraft durch eine Mondlandschaft, ein Antikriegsklangerzeugnis. Pfff, ganz was Neues. John Lennon hat das schon in den 70ern gemacht, hat er wirklich was gebracht. Du machst ein Lied gegen die gemeine Welt und in China hat gerade jeder Preis bestellt. Gut, reicht. Ja, ihr wisst ja, dass ich immer anfange zu singen, wenn mir langweilig ist. Ladescreens sind jetzt nicht so spannend. Grabkammer der Königin, sammle Juwelen, gib Juwelen ab und Spinnen kommen raus. Ja, ist nicht so viel, was man hier wissen muss. Nazebu ist ein toller Held. Kann Spinnen erschaffen, die Gegner angreifen. Die Gegner können diese Spinnen nicht angreifen. Er kann Frösche auf die Gegner hetzen, die explodieren. Er kann Leichen, so einen Leichenkreis erschaffen, die Gegner sozusagen einkesseln. Je mehr Gegner er tötet, desto stärker wird er. Jedenfalls desto mehr Leben und desto mehr Mana bekommt er. Kann man so skillen. Durch das Voodoo-Ritual. Und vor allen Dingen kann er als letzte Fähigkeit entweder so einen Geist machen, der alles angreift, oder so einen Leichendämon. Der Leichendämon ist halt stärker. Dieser Geist ist eigentlich auch super. Aber ich nehme lieber diesen Leichendämon. So. Und los geht's. Ich gehe mal nach unten. Todesritual. Getötete Diener werden dauerhaft 1 Lebenspunkte und Mana-Bonus erhalten. Gewährt dauerhaft 5 Lebenspunkte und 3 Mana, wenn ein Diener oder ein Söldner stirbt, der vom Voodoo-Ritual betroffen wird. Genau. Hoffentlich hilft mir irgendjemand, weil ich will hier nicht alleine rumrennen. Gut. Niemand hilft mir. Das ist schön. Nicht. Okay, Nazebu ist aber auch sehr... eigentlich gut alleine zu spielen. Der ist halt, ich glaube, ein mittelschwerer Held. Und der halt extra, eigentlich ist er extrem einfach. Deswegen spiele ich ihn. Deswegen habe ich mir ihn gekauft. Der ist ähnlich wie Arthas. Man kann halt damit extrem stunnen, damit extrem Damage machen. Und Mana wieder auffüllen geht. Valar ist tot, jetzt schon? Was ist denn passiert? Geister sind einverstanden.
Uiuiuiuiuiui. Muchos, muchos. Oh, oh, oh. Fuck, 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 fuck. Ja. Deswegen hasse ich unsichtbare Helden. Vor allem immer noch zwei an der Zahl. Kacke. Das ist wirklich scheiße. Ja. Seratul scheint ja relativ stark zu sein. Der killt uns irgendwie immer. Wunderbar. Das war jetzt vielleicht nicht so gut. Ist doch kacke, unsichtbare Helden. Wer findet denn so einen Scheiß? Die Geister sind einverstanden. Die Geister umringen euch. An. Da hast du der Randador. Der Weg ist frei. Seht ihr, der macht schon ganz gut Damage. Gut, wir sollen die Juwelen abgeben. Achso, das ist ein Diablo. Deswegen sollte ich die Juwelen abgeben. Pilz erhöhen Fähigkeitenstärke. Das heißt, je mehr ich töte, je mehr Gegner ich töte, desto mehr, beziehungsweise echte Spieler töte, desto stärker werden meine Fähigkeiten, was natürlich auch super ist, ne? Der andere Schmorn, der andere Schmorn, der bringt nicht so viel. Ich gehe. Fuck it. Nope, 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 nope. Ihr kriegt mich nicht. Ich gehe. Ist der doof. Er geht in sein Kumpels Ding rein. Ich glaub's nicht. Ja. Gut, ich muss mal mit dem Rohstein verwenden. Tut mir leid, wenn ich jetzt gerade ein wenig rede, ich bin konzentriert. Ich warte natürlich, bis ich alles habe. Ihr merkt schon, Nazebu macht halt super viel Schaden an Dienern und Gebäuden. Und eigentlich auch Heldenschaden. Wenn man ihn vernünftig spielen könnte und andere Leute damit dem beschäftigt wären als ich. Dann würde der Damage machen. Aber nur dann. Ich hoffe, da ist gerade keiner. Nö, Nazebu und Diablo. Ey! Verschwinde! So, jetzt haben wir einmal die Gruftspinne. So, erhöht die Dauer von Zombieball und Leichenspinnen. Weil ich spiele ziemlich gerne mit Leichenspinnen und Zombieball und mit den Kröten. Das ist ja eigentlich alles. Weil alle Attacken halt super gut sind. Kann man die halt wunderbar einsetzen, ne? Zeige ich euch nämlich auch gleich wie. Weil die Skillung, die ich immer verwende, also ich habe mir nie irgendein Guide durchgelesen. Ich finde, Guides sind immer so, du spielst danach, musst danach spielen und wenn nicht, dann verlierst du. Und ich denke mir einfach so, ja, ich könnte mir diesen Guide angucken, vielleicht wäre ich dann besser, aber vielleicht möchte ich auch erstmal mein eigenes Spielprinzip herausfinden, was mir besser gefällt. Und ich finde sie so schlecht, bin ich vor allen Dingen mit Nazebu gar nicht. Nazebu ist vielleicht auch nicht der schwerste Held ever, aber trotzdem. Oh, 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 oh. Da kommt der andere Nazebu.
Oh, wow, 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 wow. Gut. Ja, komm. Was soll ich denn da tun? Nett. Aber wir haben schon ziemlich gut hier das Fort malträtiert. War schon super. Ich habe nur sehr viele Diamanten jetzt verloren. Ich bin scheiße. Freunde auf der anderen Seite. Ich helfe jetzt mal. Sind einverstanden. Nasebu. Ich meine, Zeratul. Die Zeit eilt. Und wir holen uns den Koloss. Erhebe dich, Koloss. Verteidige unser Land. Gut, der Koloss ist tot. Scheiße. Ich hasse den Zeratul. Hier ist du. Fuck you. Also wirklich, fuck you. Fuck you, Zeratul. Sofort. Meine Leichen, Kruftspinnen, heißt nicht Kruftspinnen? Leichenspinnen. Leichenspinnen machen wirklich viel Damage, ne? Mal einfach so unterschreiben. Möge euch die Dunkelheit holen. Geister sind einverstanden. Gut, wir ziehen uns mal zurück. Ich glaube, das wäre hier das Beste. Jetzt können wir uns wieder abholen. Gut, wir sollten diese Spinne auch töten. Ey. Ungefähr da auf Gleichstand. Führt uns, ihr Geister. Dieser Gruftkoloss, oder wie heißt er? Dieser Koloss hier. Das ist halt jedenfalls super. Der macht wirklich viel Schaden. Ist wirklich gut. Natürlich. Wäre natürlich jetzt scheiße, wenn Zeratul kommen würde. Eigentlich wäre es immer scheiße, wenn Zeratul kommen würde. Ich möchte die Juwelen abgeben. Ich glaube, das machen wir jetzt auch mal. Gut, wir helfen hier mal mit. Die Geister sind einverstanden. Wait. Erhebe dich, Koloss. Verteidige unser Land. Die Geister sind verloren. Gut. Das hat gut geklappt. Genau, Riesenkröten. Erhöht den Schaden und den Explosionsbereich der Kröten nach jedem Hüpfer. Auch eine super Fähigkeit. Die ich euch gleich gerne zeigen möchte. Ich soll unbedingt mal meine Dings mal wieder abgeben. Seht ihr? Die werden immer größer, je länger sie hüpfen und desto mehr Schaden machen sie. Natürlich, was da natürlich auch super gut ist. Wir sind ungefähr gleich gut. Also unsere Teams. Ja, wisst ihr, was ich jetzt mache? Egal, ob ich sterben werde oder nicht. Der Weg ist frei. Mist. So. Bin fort damit. Versteht ihr, weil es ein Fort ist? Verteidige unser Land. Verteidige unser Land. Dort kommt die Spinne. Auf die warten wir mal.
Kacke. Nope. Verpisst euch mal. Nein, nein! Nein! Kacke! Aber wir haben schon sehr gut das Fort zerstört. Das war wirklich gut. Ey, wir sind wirklich ungefähr alle gleich gut. Also die Teams. Ich glaube, wir haben ein bisschen mehr Tode. Aber sonst müssen wir ungefähr gleich gut sein. Faszinierend irgendwie. Ich habe Freunde auf der anderen Seite. Also hier unten räumen sie auf jeden Fall viel auf. Ich verstehe. Oh, wow, 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 Zera tue ich auf. Kacke, wenn Zeratul immer so kommt. Wunderbar. Gehen wir. Oh, wow, 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 wow. Nein. Du wirst mich jetzt nicht töten. Habe ich den jetzt eigentlich bekommen? Oh, ich habe 20.000 Heldenschaden. Ja, Nasebu ist halt wirklich stark. Auch wenn man ihn nicht, also man muss ihn nicht wirklich spielen können. Der macht schon so Schaden. So, verseuchte Kröten. Kröten erzeugen Leichenspinnen. Das wird super. Seht ihr? Jetzt haben die kleine Spinnen und greifen noch mit an. Das ist cool. Das ist wunderbar. Also ich versuche jetzt mal, einfach mal, just for fun, ein bisschen was zu zerstören. Der Weg ist frei. Da kommt Diablo. Und Nasebu. Und alle anderen. Und ich verpiss mich. Nein, 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 nein. Hört auf, bitte. Scheiße. Aber wir haben einen Turm zerstört. Wir haben einen Turm zerstört. Ey, hoffentlich schafft ihr es. Ja, sie haben wenigstens noch den getötet. Sie haben zwei getötet. Aber sie haben uns getötet. Alle. Komplett. Fuck. Vielleicht war das doch nicht so gut, was ich da getan habe. Nee, Walla. Walla lebt noch. Ey, Walla, du bist voll cool. Walla. War vielleicht doch nicht so klug, was ich getan habe. Aber ich habe einen Turm zerstört. Das kann keiner von der Hand weisen. Ich gehe. Das ist schon ein erbitterter Kampf gerade. Düp, 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 düp. Ja, ich tue doch an der Dorf. Da hinten wird natürlich wieder hart auf die Fresse bekommen. Nein, 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 nein. Komm schon. Nein, nein. Mann. Ich kann den Koloss nämlich noch ein bisschen weiterspielen, solange ich kacke. Mann, ey. Mann. Ey, das war doch Mann. Ja, wie viel Leben hatte der? Deswegen hasse ich solche Helden. Weil die einfach, instant töten können, quasi. Es gibt doch mal ein paar Juwelen ab. Freunde auf der anderen Seite.
Zeit eilt. Ach, er warnt vor diesem Gebiet. Ja, das war, dachte ich mir nämlich auch. Ey, das ist doch nicht normal! Woher wissen die, dass ich hier bin? Gut. Vielleicht soll ich das nicht mehr tun. Das war vielleicht sehr dumm. Und ich sollte damit aufhören zu sterben. Ich bin 6-mal gestorben. Aber wir haben jetzt unseren guten Gruppenspin. Oder Gruppenwebel, wie auch immer sie heißen. Ich glaube, ich werde jetzt mal hier oben ein bisschen pushen. Die Geister rufen mich noch. Vielleicht werde ich auch einfach mal mit einem anderen mitlaufen, weil ich weiß nicht, wenn ich mir so alleine angreife, dann komme ich ein bisschen blöd vor. Das stützt jetzt mal kleiner. Verbündeter braucht Hilfe. Wunderbar. Dort hinten. Ceratul, du wirst sterben. Gut, da wurde es Zeit zu fliehen. Führt uns, ihr Geister. Wen folgen wir jetzt? Wir folgen mal Diablo. Genau, und unser Koloss ist jetzt unendlich, wenn wir ihn nochmal beschwören. Das heißt, er wird immer da sein. Mein Koloss und mein Freund. Ist mein Freund. Ich gehe. Vertöten! Gut, mich an Ceratul zu rächen, das kommt mir gut vor. Wunderbar. 2 Kills. Das bedeutet, wir haben jetzt unsere Bonusfähigkeitenstärke um 4% erhöht. Das heißt, mein Koloss macht 4% mehr Schaden. Was natürlich auch super ist, ne? Und vor allen Dingen ist mein Koloss jetzt unendlich. Das heißt, der kämpft für immer. Das heißt, er verschwindet nicht mehr. Aber seiner wahrscheinlich auch nicht mehr. Oh, ich habe Sauten Temma getötet? Auch mit Ceratul zusammen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Gut. Mein Koloss ist tot. Naja. Das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Wir sind gerade ziemlich auf dem Gewaltmarsch, ne? Komm zurück. Die Geister werden nicht gnädig sein. Aber wir haben noch Waller gekillt. Das ist wert gewesen. 40.000 Heldenschaden. Schön. Give the games, idiot. Ja. Tut mir leid, dass ich gestorben bin. Also. Ich wollte gerade fliehen. Glaube ich jedenfalls. Bin mir nicht sicher, ob ich fliehen wollte. Weil da verwendet den Ruhestein. Schön. Vielleicht wäre ich auch ein bisschen zu gierig, weil ich das alles haben wollte. Ja, daran liegt's. Vor allem die Ceratul ist mit mir zusammengestorben, was will er? Egal.
So, ich will endlich wiederbelebt werden, dankeschön. Es dauert wirklich Jahre, bis man wiederbelebt wird. Das hasse ich bei hier nach fortschreitendem Spiel. Also der Koloss ist wirklich unglaublich stark mit seiner Fähigkeit. Kämpft weiter so. Sofort. Seht ihr, der macht wirklich unglaublich viel Schaden. Ich frage mich, wie mein Koloss immer stirbt. Ich merke das nie. Boah, das war schön. Die ist mitten da reingelaufen. Also das war wirklich hübsch. Fandet ihr nicht? Also ich fand das wirklich, das war schön. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Ah, vor allen Dingen, die meisten Helden sind jetzt tot, deswegen möchte er das tun. Gut, mein Koloss ist zuerst tot. Aber so viel Unterschied gab es ja jetzt auch nicht. Oh, wow, 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 wow. Scheiße! Ah, schön. Schön, schön, schön. Gut, dass wir entkommen sind. Führt uns, ihr Geister. Eure Wunden sind tief. Schnell zu einem Heilbrunnen. Wunderbar. Weil er hat sie noch schön getötet. 49.000 Heldenschaden, 136.000 Schaden. Schön. Das war schön. Die Zeit eilt. Ah, und sie holen gerade den Boss. Auch super. Ich finde komisch, dass der Koloss da einfach durchsprinten kann. Boah, warum sterbe ich denn so? Ach! Sergeant Hammer! Klar! Boah, Sergeant Hammer ist fies. Das ungeformte Land erwartet euch. Oh. Gut. Ja. Mhm. Gut, gegen meinen Koloss ist die Ruftbestie jetzt auch nicht die stärkste. Ich ziehe mich vorerst. Ich habe plus 5 Energie. Das heißt, ich habe 5 Helden getötet. Kacke. Das ist doch kacke. Ceratul, hör auf damit. Das ist immer so, kacke, wenn man immer so... Oh. Getötet wird durch Sachen, die man irgendwie nicht kann, wenn man 2 Sekunden tot ist. Das ist echt nervig. Boah, warum warten die jetzt so krass geil? Gut, wir scheinen zu verlieren. Ganz eindeutig. Wir könnten noch gewinnen. Das war nicht gerade eine Glanzleistung. Ja, ist uns klar. Die Geister rufen mich. Erhebe
Hallo? Wo rennt mein Dings? Puh, die war der Einzige, der noch gelebt hat. Scheiße. Gut, ich versuche jetzt mal was. Wünscht mir Glück? Ja. Also, es gibt hier so einen kleinen Gang, den kaum einer benutzt. Weil man halt einfach nicht hier durchgeht. Aber, man kann dadurch sehr schön die gegnerische Festung zerstören. Und dass es irgendjemand mitbekommt. Das versuchen wir jetzt mal. Seht ihr? Hat kaum einer bemerkt. Wir haben damit zwei Türme zerstört und damit schon relativ gut einen Weg geebnet. Jetzt müssen die nur relativ wenig zerstören, um hier durchzukommen. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich meine Verbündeten unterstützt hätte, weil sie fast gestorben wären. Aber... ja, das wäre besser gewesen, weil meine Verbündeten das nicht hinbekommen haben. 18 Minuten 16, krass. 32 Minuten nehmen wir schon auf, hupsi. Gut, wir warten, bis das Spiel vorbei ist. Gut, wir haben verloren. Ich bin gleich wieder da. Ich erhebe dich, Boah! Hat die eine Range? Ja, wir haben verloren. GG. Noobs. Der eine sagt GG, der andere sagt Noobs. So ist das Leben. Komm, wir haben alles gemacht, was wir tun können. Was wollt ihr noch? 500. Statistiken. Ja, der mit die meisten Diener und Gebäude und Heldenschaden wird Noob genannt. Von einem Typen, der am wenigsten Heldenschaden gemacht hat. Noob. Gut, ich würde da... ja. Ja. Gut, ich würde da mal... aber er hat am wenigsten Tode, was sehr gut ist. Vielleicht hat er auch am wenigsten gekämpft, wer weiß. Ich würde da mal sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Part. Bis denne. So. Verlassen. Ah.